Hoher Gemeinderat, Bürgermeister, die Zuseher zu Hause. Danke der Liste Fritz, ein sehr gutes Thema. Wir haben sie ja letztes Jahr schon mal gehabt, wo wir gesagt haben, 3 Jahre das Bürgermeister-Experiment Georg Willi ist gescheitert, jetzt sind wir halt bald in 4 Jahren. Ist nicht viel anders. Nur die 4 Jahre haben wir nicht ganz passt, weil meiner Einschätzung nach waren es eigentlich nur 4 Monate Bürgermeister Georg Willi, weil dann hat er erkennen müssen, dass dieser Schuh des Bürgermeisters ihn um 3 Nummern zu groß ist. Was tut man in so einem Fall? Ja, man sucht sich Hilfe, wo auch immer. Ich orte, dass seit geraumer Zeit nicht mehr der Herr Bürgermeister das Reden hat, der Stadt Innsbruck, sondern seine Büroleiterin. Wie wir auch der Presse entnehmen können, Frau Bürgermeisterin soll im Gemeinderat aussagen. Da werden wir heute, was den Kontrollausschuss anbelangt, sowieso nur einige Informationen erhalten. Ja, das ist halt natürlich schwierig, wenn der Bürgermeister nur noch körperlich anwesend ist, aber die ganzen Entscheidungen von anderer Seite folgen. Aber nehmen wir mal die ersten 4 Monate, was hat er denn alles versprochen? Es geht auch anders, hat er gesagt. Mittlerweile haben wir gesehen, dass das eher eine Drohung war. Egal. Transparenz. Ein Transparenzbürgermeister, super. Vor einiger Zeit haben wir gefragt, wie viele Bedienstete haben wir denn in der Stadt Innsbruck da überhaupt? Weil als Chef muss man das wissen. Keine Auskunft dort mal laden, wir haben keine Aufzeichnung, wir wissen nicht, wie viele Bedienstete bei der Stadt Innsbruck angestellt sind. Super Sache. Was haben wir? Einen guten Zuhörer. Er ist immer ein guter Zuhörer, wenn man halt erwischt. Ich habe mit ihm seit 3,5 Jahren nichts mehr geredet. Während der Zeit zwischen der Gemeinderatswahl und der Bürgermeisterstichwahl, da ist mein Telefon relativ oft vom Herrn Bürgermeister angewählt worden, meine Telefonnummer. Seitdem Stillstand. Wie soll ein Bürger mit einem Gehör gelangen beim Bürgermeister, wenn in der Weihnachtszeit 3 Wochen sein Büro zuschließt? Was hat er noch gesagt? Wo ein Willi, da ein Radweg. Jetzt habe ich nachgeschaut, was haben wir den Radweg gekriegt die letzten Zeit in 4 Jahren. 230 Meter Fritz-Kotzold-Straße, 160 Meter Tschamblerstraße, 145 Meter Karl-Ebner-Straße und 95 Meter Baschberg. Sind 630 Meter in 4 Jahren. Wo ein Willi, da ein Radweg. Hasen müsst, wo ein Willi, da ein Baumweg. Das passt besser. Zeughaus unten, die ganzen Bäume niedergeschnitten. Da haben sich die Kinderlein mit ihren Transparenten auf die Bäume so wie geheftet, hat ihn ein Bürgermeister nicht interessiert. Er passt im Übrigen jetzt auch wieder nicht auf, weil er schon in seiner Parallelwelt ist. Bei der Messe unten genau das Gleiche. Die Gemeindeaufsicht legt schon eigene Dinge, einen eigenen Kasten auf, verleiht auch viel Beschwerden gehen ein und Herrn Bürgermeister interessiert ihm genauso nicht. Personalpolitik, ob das Markthalle ist oder andere Sachen, ein Totalversagen. Und jetzt habe ich einmal mit einem Psychologen geredet und habe gesagt, wie packt denn der Bürgermeister das? Er bringt nichts zusammen und wird permanent angeschossen und nicht einmal von seinen eigenen Freunden noch unterstützt in grüner Fraktion. Und dann hat mir der Psychologe gesagt, das geht nur, wenn man ab einer gewissen Zeit in eine Parallelwelt flüchtet. Und das stellen wir fest bei den Ausschüssen, wo der Herr Bürgermeister nach einiger Zeit nur noch körperlich anwesend ist. Genauso beim Gemeinderat, der ist in einer anderen Welt, damit er das Ganze nicht mehr hören muss, dass er eigentlich, was er ja selber weiß, mit dieser ganzen Aktion bei Weitem überfordert ist. Lieber Bürgermeister, mir liegt auch deine Gesundheit am Herzen. Hoch einmal auf dich selbst und nicht auf deine Büroleiterin und auch nicht diesmal auf deine Gattin. Geh einmal in dich selber rein, dir geht es ja gesundheitlich gut, du merkst das Ganze. Acht auf deine Gesundheit, auf die Signale deines Körpers, weil eigentlich ist das wirklich nicht mehr nett, was du mit dir selber machst und was du mit den Innsbrucker Bürgern machst. Überleg dir das, ob es nicht gescheit ist, in allen Ehren zu sagen, es war mal Nummer zu groß, du erntest Applaus, weil es wirklich so ist und schau auf deine Gesundheit, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die nächsten 2 Jahre spurlos weiter an dir vorübergehen werden, weil du bist jetzt schon mehr oder weniger nicht mehr so, als du vor 4 Jahren gewesen bist. Danke.